Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Toni. Ich hatte es schon angekündigt, leider hat es sich ein bisschen verzögert. Ich hatte zwischenzeitlich einen kleinen Autounfall und war eine Zeit lang außer Gefecht. Aber wie versprochen, jetzt Resümee meiner Ausbildung. Und ich werde auch nennen, welche Ausbildung ich gemacht habe. Ich hole weit aus, und zwar Oktober 2016 habe ich die erste käuflich erwerbbare Ausbildung erworben, nämlich die zwei Jungs von Jetset Trader. Jetset Trader besteht aus zwei Jungs, die sich selber als Profi-Trader verkaufen, vielleicht sind sie es auch, also ganz wertungsfrei. Die bieten eine Strategie im Wesentlichen an. Und ich werde es ein bisschen kurz halten, denn es sind insgesamt drei, die ich gemacht habe, also die ich käuflich erworben habe, und entsprechend versuche ich sehr, sehr schnell alles durchzuarbeiten. Also, sehr positiv bei den Jetset-Tradern, die haben gute Videos. Die Videos sind auch nicht lange, sodass man keine Konzentrationsschwierigkeiten kriegt oder sich ein Video irgendwie 6-7 Mal angucken muss, bis man es irgendwann geschafft hat zu verstehen, was Sache ist. Also kurze und sehr essenzreiche Videos. Dann fand ich sehr, sehr toll, es gab immer einen kleinen Beschreibungstext vor einem Video. Man hat sich diesen Beschreibungstext durchgelesen, dann hat man sich das Video angeschaut, danach gab es immer eine PDF. In dieser PDF wurde dann nochmal das Wichtigste zusammengefasst und man hatte dann immer ein Informationsblatt, um halt entsprechend, wenn man handelt, immer nochmal so, ich sag jetzt mal, ein Spickzettel zu den Informationen, die man hatte. Das fand ich ganz, ganz toll. Das hatten die anderen Bewerber alle nicht. Das fand ich wirklich sehr beachtlich, also zu dem Zeitpunkt. Ja? Was ich noch sehr gut fand bei den Jetset-Tradern, die Basics. Für mich war das tatsächlich auch die Investition in die Basics. Denn man hat erfahren, was sind Candles, was sind Bars, was sind Lines. Wie ist ein Chart aufgebaut? Was bedeuten die zwei Achsen überhaupt? Ja, also Zeitachse, Geldachse und so weiter. Dinge, die man vielleicht, ja, manch einer, der in der Mathematik ein bisschen Durchblick hatte, von alleine drauf gekommen wäre. Für jemanden, der so von null in dieses Thema reingesprungen ist, war das unglaublich toll. Also ich habe sehr, sehr viele Basics von da mitgenommen, die mir geholfen haben, später auch Dinge zu verstehen, die ich ohne diese Basics nicht verstanden hätte. Nachteil: Eine Strategie, die basiert auf der Stochastik und auf dem MSI, und ja, ich konnte es nicht profitabel anwenden. Ich habe in der Menge, ich habe sogar irgendwo notiert, ich glaube 60 Trades insgesamt gemacht. Es ist ausgelegt auf nur 2 Uhrzeiten und entsprechend konnte man halt jetzt nicht jeden Tag irgendwie 5 Trades oder so machen, denn es war wirklich speziell auf Uhrzeiten ausgelegt mit einer Strategie. Ich konnte sie nicht profitabel anwenden. Als ich den Support einmal angeschrieben habe, kam irgendwann 14 Tage später mal eine Antwort und das war alles so, ja, der Support war nicht so super gut. Ich weiß natürlich nicht, haben die einen großen Zulauf gehabt oder was auch immer. Jedenfalls hat mir das viel gebracht, was die Basics angeht, aber ich wurde dadurch nicht profitabel. Dann Nummer zwei war, ja, da möchte ich kurz die Geschichte dazu erzählen. Ich habe mich dann umgeschaut nach einem neuen Anbieter. Es gab damals keinen Weg an Coco Petkoff vorbei. Ja. Dementsprechend habe ich mir dann auch nahezu alle seine Videos angeschaut und habe versucht zu verstehen, ob das alles nur Bling Bling ist oder ob er wirklich was kann. Und durch ihn kam ich dann auf einen Herrn namens Suat Yeta, die Trader-Nomaden. Das ist ein Abkömmling von Coco, der sich mit ihm verstritten hat und der dann ja, sich selbstständig gemacht hat. Dann haben mich zwei Gedanken zu ihm bewegt. Das war zum einen der sehr viel günstigere Preis verhältnismäßig zu Coco. Entschuldigung. Und das zweite war ein Freund von mir, der ihn auch wohl so ein bisschen näher kannte, der mit ihm ausgewandert ist nach Türkei und Zypern. Der hat mir erzählt, dass er halt eben mit ihm da zusammenarbeitet und sehr, sehr zufrieden ist. Und das hat mir dann gereicht. Dann bin ich bei den Nomaden eingestiegen. So, als allererstes muss ich sagen, Suat Yeta ist ein sehr, sehr netter Mensch. Er ist sehr, sehr authentisch.
Er wirkt nicht überheblich, nicht arrogant, nicht übertrieben selbstbewusst oder selbst eingenommen oder hält sich für einen super Profi. Das waren klare Pluspunkte für mich. Er hat ein sehr, sehr großes Repertoire in seiner Ausbildung zum Angebot. Sehr, sehr groß. Das ist teilweise auch ein bisschen Nachteil. Da komme ich dann bei den Nachteilen drauf. Aber zunächst erstmal für die detailverliebten Leute. Es sind unglaublich viele Videos zu unglaublich vielen Themen. Ja? Und es ist ein sehr guter Motivator. Also immer wieder in seinen Videos schafft er es, die Kunst der Wörter, obwohl sein Deutsch nicht das allerbeste ist, schafft er es dann doch immer wieder, einen bei der Stange ein bisschen zu halten. Er hat dann doch den richtigen Spruch für den Anfänger drauf, den man manchmal auch braucht, um so wieder ein bisschen Kraft zu kriegen, um weiterzumachen. Denn seine Videos, jetzt kommen wir zu einem Nachteil, sind elendlang. Elendlang. Ich glaube, seine Einstellung war, viel hilft viel oder mehr ist mehr, keine Ahnung. Aber er hat teilweise Videos, die gehen 40, 50 Minuten und noch ein Video, noch ein Video. Und in diesen Videos wird eigentlich eine Information übermittelt, die problemlos in 15 Minuten hätte verpackt werden können. Meine Meinung, vielleicht irre ich mich. Das hat mich echt oft aus der Bahn geworfen, nachdem ich irgendwie so das 6. Video oder so angeguckt hatte. Dann hat man halt echt mal so 6 Stunden durchgekaut und verdaut. Und man hatte immer das Gefühl, es könnte sein, ich muss mir die Videos nochmal anschauen. Und das ist natürlich hart, wenn man das im Hinterkopf hat. Ich habe sie durchgearbeitet und hier kommt auch gleich ein zweiter Nachteil. 2/3 der Ausbildung basieren auf einer Strategie, die mehr Richtung Charttechnik, nicht mehr, die geht Richtung Charttechnik. Und er äußert sich auch immer darüber, dass allein durch diese man schon profitabel werden kann. Ich habe es nicht geschafft, damit profitabel zu werden. Ich habe ihn auch regelmäßig kontaktiert. Hier ein Vor- und Nachteil. Man kann ihn direkt anschreiben per WhatsApp, man kann ihm E-Mails schreiben, man kann sogar Telefongespräche mit ihm vereinbaren. Gleichzeitig leider auch ein Minuspunkt, denn er ist nicht der zuverlässigste bei der Termineinhaltung. Wir haben regelmäßig Sachen vereinbart, an die er sich nicht ganz gehalten hat. Ich wollte ihn besuchen, wollte eine Woche im Trading Floor verbringen. Haben wir 3-4 Mal ausgemacht, hat nicht funktioniert und er hat teilweise dann auch nicht geantwortet. Dann hat er gesagt, ich mache mit dir eine Challenge und ich sollte was Bestimmtes handeln. Das habe ich dann gemacht und dann, also er ist wahrscheinlich maßlos überlastet, wahrscheinlich selber nicht geglaubt, dass seine Ausbildung so durch die Decke geht. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Hat jetzt nicht so richtig funktioniert. Ein dritter Nachteil, 2/3 der Ausbildung, habe ich gesagt, basiert auf einer Strategie, die ein bisschen Charttechnik ist. Also ein bisschen, es ist eine Charttechnik, es geht um eine spezielle Candle-Formation und so. Und gegen Ende kommt der mit Level, also mit volumenbasiertem Handeln und mit Cluster-Profiles und mit eigentlich einer anderen Strategie, die aber dann eher so ein bisschen verkauft als wichtiger Bestandteil seiner 5-Signale-Cashflow. Das passt nicht ganz. Ich glaube, und es wäre auch nicht schlimm, wenn es so ist, ich bin nur der Meinung, man hätte eher dazu stehen können, dass er Charttechnik gearbeitet hat, ob erfolgreich oder nicht, lasse ich einfach mal so im Raum stehen, und dann erkannt hat, dass er mit Volumen und mit seinen anderen Gedöns da einfach besser zu Potte kommt, dass er damit besser arbeiten kann, mit den Komponenten Zukunft, Komponente Gegenwart, Orderbuch und so weiter, hat er dann anscheinend bessere Erfolge erzielt und hat es dann einfach so ganz zum Schluss von seiner Ausbildung, kam dann auf einmal irgendwie so 3-4 Videos in den letzten Modulen, wo es dann auf einmal anfängt, und jetzt zeichnest du dir die ganzen Levels ein, die Wochen-, die Monatslevels, Tageslevels, und dann achtest du auf das Volumen und dann überprüfst du, wo viel, wo wenig, also ganz weg von seiner 5-Signale-Cashflow, aber nach eigener Aussage verbunden damit. Suat bleibt ein sehr, sehr sympathischer, authentischer, netter Typ. Ich finde auch, dass er keinen schlechten Job macht von dem, was ich beurteilen kann, was ich auf YouTube sehe. Keiner weiß, sagen die Leute die Wahrheit, haben die wirklich alle so viel Geld, machen die, wissen wir alles nicht. Das, was ich beurteilen kann, finde ich nicht so schlecht. Aber bei der Ausbildung, also ich habe mich ein bisschen durchgequält und war zwischendurch mal kurz profitabel, dann wieder nicht, dann mal wieder ja. Es war so ein bisschen so ein Auf und Ab der Gefühle. Letzten Endes
habe ich mich wieder weiter umgeschaut. Ich habe mir, nachdem ich dann einiges auch an Geld verbrannt hatte, nach meiner letzten Ausbildung umgeschaut. Ich hatte dann nämlich keine Lust mehr. Ich habe gesagt, gerade einen Versuch starte ich noch, um diesen Traum, geografisch unabhängig zu werden, zu erfüllen. Und da habe ich dann wirklich monatelang gesucht, um eben einen geeigneten Ausbilder zu finden, geeigneten Mentor, nennen wir es mal. Und da bin ich auf Heldenthal gestoßen. So, in meinem letzten Video habe ich auch gezeigt, wie ich in den Niederlanden war und hatte da halt eben einen zweitägigen Seminaraufenthalt, habe auch ein kurzes Resümee darüber gesprochen. Jetzt mal so ganz im Allgemeinen. Heldenthal hat ein unglaublich cooles Team. Also unglaublich nette Leute. Man ist auch, wenn man will, immer recht nah an denen dran, denn es gibt regelmäßige Trainings, wo man mit denen dann kommuniziert, wo man dann in einer Gruppe ist und Realtime-Training macht. Finde ich super geil. Cooles Team, super geil. Die Theorie war sehr, sehr sinnhaftig und das hat mir sehr gut gefallen. Bedeutet, ich habe die Theorie durchgearbeitet und ich habe Sinn in dem, was ich da verstanden habe, erkannt. Ich habe erkannt, okay, es macht Sinn, dass der Markt sich aus diesen und diesen Gründen in diese und diese Richtung bewegt. Und das war das erste Mal, dass ich eben diesen Aha-Effekt hatte. Also in der Theorie sehr, sehr geil, auf jeden Fall. Die Videos sind kurz, sind keine 50, 60, 80 Minuten mit, keine Ahnung, 25 Stunden Videomaterial. Also ich weiß auch gar nicht, warum sich Leute damit so brüsten, denn wenn ich eine Ausbildung bauen würde, ich würde sie niemals 25 Stunden bauen. Da hat doch gar keiner Bock, das durchzuarbeiten. Ja, jemand will doch Videos, die er einmal oder zweimal anschauen muss, um sie verstanden zu haben. Und wenn die dann 50 Minuten, 60, 90 Minuten arbeitende Menschen, berufstätige Menschen, eventuell noch mit Familie, Kinder, wo sollen die diese Zeit finden? Und das hat Heldenthal sehr gut gemacht. Und, was ich auch sehr, sehr gut finde, die Termine werden eingehalten. Ja, habe ich ja bei den anderen zwei Kandidaten, ja, war der Support so lala. Und hier mache ich einen Termin aus. Und wenn jetzt nichts Schlimmes dazwischen kommt, dann habe ich diesen Termin. Dann sehe ich auch einen Menschen per Skype, per Zoom, per egal was. Und unterhalte mich mit dem über Gefühle, die ich habe, über meine Trades, die ich gemacht habe und so weiter. Sehr, sehr großes Plus. Jetzt muss ich natürlich auch ein bisschen Kritik ausüben, habe ich bei den anderen genauso gemacht. Und das Wissen, was man in der Theorie übermittelt bekommt, sagte ich schon, ist sehr, sehr gut. Allerdings hat es Heldenthal meines Erachtens, also meine persönliche Meinung, nicht ganz geschafft, dieses Wissen so zu übersetzen, dass man es in das tatsächliche Traden einbauen kann. Ich mache jetzt ein kurzes Beispiel. Ich bekomme erklärt, dass A plus B gleich C im Quadrat ist. So, in der Theorie ist das alles gut. Aber wenn ich dann in meiner Software, in meinem Programm nicht dieses Quadrat gezeigt bekomme, ja, dann wird es halt immer ein bisschen schwierig. Vor allem für jemanden wie mich, der ein bisschen Software-Banause ist. Ihr seht es vielleicht auch in meinen recht unprofessionellen Videos. Es ist immer ja, ein bisschen unbefriedigend gewesen. Das war auch einer der Mitgründe, weshalb ich dann in die Niederlande gegangen bin und ein persönliches Training genommen habe. Was auch ein sehr großer Pluspunkt ist. Man macht einen Termin aus, wird eingehalten. Leider ist nur ein Tag inklusive, die anderen muss man bezahlen. Wäre in der Theorie jetzt bei den Trader-Nomaden eine Woche gewesen, wo man sich nur um seinen Aufenthalt halt eben, Hotel und so kümmern müsste. Aber hat nicht funktioniert, dementsprechend kann ich das jetzt wiederum nicht irgendwie als Vor- oder Nachteil werten. Ich kann nur den Nachteil werten, dass das Wissen ein bisschen schlecht übertragbar ist. Und wenn man öfter mal nachfragt, dann sind natürlich die Jungs ein bisschen genervt, aber das sind halt keine Ausbilder. Das sind halt einfach nur Trader. Die haben jetzt nie irgendwie in irgendeiner Form pädagogische Maßnahmen erlernt, um jemandem was beizubringen. Aber dafür, dass es so ein junges Team ist, dass die noch nicht so lange existieren, finde ich, machen die das schon ziemlich gut. Noch ein Nachteil für mich persönlich. Motivation. Mir fehlt immer wieder ein bisschen die Motivation, jetzt wo ich eine Weile dabei bin. Ich habe nicht viel Zeit und wenn ich dann freie Zeit hatte, habe ich die immer sehr gerne fürs Handeln verwendet. Allerdings
mit der Zeit, wenn man dann, ja, wenn man dann einfach so, ja, wie mir mal jemand sagte, auch von Hellenthal, wenn man die PS nicht so ganz auf die Straße bringt, dann ist man irgendwann ein bisschen gefrustet. Ich persönlich wünschte mir hier, dass den Leuten da ein bisschen mehr, ja, so ein kleines bisschen mehr unter die Arme gegriffen werden würde. Ich kann jetzt noch nicht sagen, wie das aussehen müsste, denn ich weiß es nicht. Ich empfinde es nur so, deswegen teile ich das mit euch. Und ein für mich immer noch, ja, recht starker Nachteil, ja, die Software wird zu wenig eingebaut in den ganzen theoretischen Wissen. Ja. Auf einem Zettel malen ist schön und gut, auf einem Chart, hier an einem Flipchart malen ist auch schön und gut und man hat den Aha-Effekt, man denkt, oh ja, jetzt habe ich es verstanden. Und dann kommen diese Situationen und man sieht sie überhaupt nicht. Und dann kommt natürlich so ein Head-Trader da und sagt, ja, schau, hast du das nicht gesehen, hier rechts, hier links und schau hier oben. Und man steht da so ein bisschen so, ja, irgendwie, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, oder wie sagt man? Vor lauter Bäumen den Wald nicht. Ich war da und bin da teilweise immer noch ein bisschen überfordert. Und ja, das ist so noch so eine kleine Kritik, die ich ausüben würde. Ansonsten, von diesen drei Ausbildungen ist Hellenthal auf jeden Fall ganz weit oben. Ja, verhältnismäßig zu den anderen zwei ganz weit oben. Noch dazu ist es eine Prop-Trading-Firma. Auf das Thema gehe ich in einem anderen Video ein. Das heißt aber im Kurzen, in der Essenz, man wird dort kapitalisiert, was ich sehr, sehr gut finde. Und ja, es ist auch ein anderer Preisfaktor, muss man auch dazu sagen. Die Kosten, die auf einen zukommen, auch monatlich, sind verhältnismäßig höher als wenn man jetzt über einen MetaTrader oder bei einem NinjaTrader mit DataFeed arbeitet. Das ist also alles eine ganze Ecke teurer. Und ja, man muss auch, ich weiß nicht, wie der aktuelle Preis ist. Zu meiner Zeit hat es 2500 Euro gekostet, was verhältnismäßig auch sehr viel mehr ist. Ja, also es ist mehr als das Zweifache, teilweise sogar das Dreifache als die anderen Kandidaten, die ich durchgearbeitet habe. Und ja, das war es auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch da draußen so einen Einblick über die drei Ausbildungen geben. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn euch der Inhalt gefallen hat, über einen Daumen nach oben und wenn ihr den Kanal abonniert. Ansonsten wünsche ich weiterhin gute Trades an alle und bis bald.